Wir haben uns die Collector-Schaltung angeschaut. Dieses Ding hier. Wir sind drauf gekommen, dass es urcool zum Impedanzwandeln, somit da großen Ausgangswiderstand, wir wollen zu kleinem Ausgangswiderstand, wir können da keine Ströme liefern, sondern Spannung vorgeben und hier können wir Großstrom entnehmen, solange der Strom in diese Richtung fließt. Und wenn wir Strom aufnehmen wollen, ist das blöd, weil der muss dann durch diesen Widerstand, dann haben wir erst recht wieder einen hohen Widerstand ausgangsseitig. Wie würde man denn eine Schaltung aufbauen, die sich genau andersherum verhält? Die gut dabei ist, Strom aufzunehmen, aber schlechtes Strom abzugeben? Ich würde mal sagen, mit einem PNP-Widerstand. PNP-Transistor? Ja, ja. Genau, also ich mache die gleiche Schaltung, ich mache eine Kollektorschaltung, aber mit einem PNP-Transistor statt einem NPN-Transistor. Wie würde eine Kollektorschaltung ausschauen mit einem PNP-Transistor? So, da würden wir einfach diese Schaltung nehmen und um die X-Achse quasi spiegeln. Probieren wir das mal. Wir hätten dann die Versorgung, dann den Widerstand, da ist dann unser Ausgang. Hier hätten wir dann den Transistor, da gehen wir gegen Ground. Und das wäre jetzt ein PNP-Transistor. So. Wir hätten im Grunde genau das Gleiche, was wir vorher gehabt hatten, aber jetzt nehmen wir Strom auf. Und der Spannungsanfall geht auch in die andere Richtung. Also jetzt ist quasi die Spannung, die wir ausgangsseitig haben, um die Spannung UBE, um die Basis-Emitter-Spannung, höher als die Eingangsspannung. Also wir hätten hier unser UBE. Wir hätten hier, vorher haben wir gesagt, 10 Volt Versorgung, 5 Volt haben wir am Eingang hängen, dann haben wir jetzt hier 5 Volt plus UBE. Wir können in die Schaltung einen großen Strom hineinschicken. Der Strom fließt im Wesentlichen nach Ground und nur ein ganz, ganz kleiner Strom. Soll ein kleiner Strom sein, müssen wir aus der Basis entnehmen, um diese Schaltung anzusteuern. Die Idee von der Gegentaktstufe, das ist die nächste Schaltung, die wir uns anschauen, ist quasi diese Schaltung und diese Schaltung zu kombinieren. Wir machen eine NPN-Kollektorschaltung für den Fall, dass wir Strom nach außen liefern wollen. Und auf der anderen Seite machen wir nicht einen Widerstand, sondern eine NPN-Kollektorschaltung für Strom liefern und eine PNP-Kollektorschaltung statt diesem Widerstand zum Strom aufnehmen. Das ganze Ding schaut dann so aus und soll eine Schaltung sein, die beides kann. Die kann Strom liefern, die kann Strom aufnehmen. Wir geben hier eine Spannung vor, müssen aber nur wenig von diesem Strom hier liefern, weil wenn wir gerade in dem Modus sind, dass wir Strom an den Ausgang schicken, dann kommt der von der positiven Versorgung. Wenn wir in dem Modus sind, dass wir Strom aufnehmen vom Ausgang, dann fließt das in die negative Versorgung. So, das ist schon die ganze Hexerei bei dieser Gegentakt. Stufe. Ich möchte jetzt mal schnell im Quick simulieren. Und während ich diese Simulation jetzt zeichne, überlegt euch mal, wie diese Schaltung reagiert, wenn wir da am Ausgang zum Beispiel einen Widerstand als Last haben und dann halt mal Strom aufnehmen, mal Strom liefern wollen. Das machen wir, indem wir, wie das hier angedeutet ist, eine positive und eine negative Versorgung haben. Also wir haben jetzt hier unten nicht 0 Volt, sondern minus irgendetwas und den Widerstand, den schalten wir eben gegen 0 Volt. Je nachdem, was wir dann eingangsseitig vorgeben, kommt halt ausgangsseitig das ein oder andere raus. Eine Frage? Ja? Mit einem Flipflop hat das nichts zu tun. Mit einem Flipflop hat das jetzt nichts zu tun. Ein Flipflop ist ein digitales Speicherelement. Und das hier kann eigentlich keinen Zustand speichern. Und ein Flipflop ist, also
Flipflops sind digitale Speicherelemente. Das heißt, wir haben nur die Zustände 1 und 0 und das speichert etwas. Hier haben wir quasi beliebige analoge Zustände, das heißt nicht digital, aber es hat eigentlich keinen inneren Speicherzustand. Das heißt, ja, mit einem Flipflop hat das nichts zu tun. So, ich zeichne das mit Quicks. So, was brauchen wir? Wir brauchen nonlinear Components. PNP. Die verbinden wir. So. Wir brauchen positive Versorgungsspannung. Hallo. Schließt mir zusammen, haben wir gesagt. So, womit betreiben wir das Ganze? Nehmen wir da einfach eine DC-Quelle rein. Das nennen wir UIN. So, dann haben wir noch unsere Last, das war ein Widerstand. Gegen Ground und das nennen wir U-Out. So, habe ich irgendwas vergessen? Das müsste unsere ganze Haltung sein, nicht? So, dann brauchen wir noch eine Simulation, weil wir wollen es ja simulieren. So, und dann machen wir einfach eine DC-Simulation, einen Parameter-Sweep für diese Eingangsspannung, weil wir wissen wollen, wie sich die Ausgangsspannung als Funktion der Eingangsspannung verhält. Da sind wir da unten hin. C-Parameter ist UIN. Und da sagen wir zum Beispiel von minus 5 bis plus 5 in, weiß ich nicht, 100 Schritten. So. Gut. Und wir wollen UIN noch einmal plotten als Funktion von UIN quasi und UOUT. So, wer hat in seinem Kopf, wie dieses Bild ausschauen wird? Ich ja. Ungefähr vom letzten Kurs. Ja. Oh, nein. Das Rote. Ja, das Rote. Er hat nämlich UIN als independent gezeichnet, als Anzahl über die Anzahl von Schritten. So, das heißt, wir machen das so, dass wir dann noch UIN 2 machen. Und das ist jetzt ein UIN, das abhängig ist von UIN. So. Dann kann man das da mal simulieren. So. Jetzt sind sie alle rot. Gut, also das hier ist das Bild. Und man kennt hier, glaube ich, schön das Problem. Also die blaue Linie ist das, was wir reinschicken. Und die rote Linie ist das, was wir rausbekommen. Und wenn wir hier liefern wir gerade Strom.
wenn wir Strom liefern, dann fließt der Strom durch diesen oberen Transistor durch, aber das heißt, dass die Eingangsspannung um diesen Spannungsabfall höher ist als die Ausgangsspannung. Und das ist eben genau dieser Tropfen. Wenn wir umschalten und sagen, wir wollen das Strom aufnehmen, dann ist die Eingangsspannung unter der Ausgangsspannung, weil wir halt hier diesen Voltage-Drop, diesen Diode-Drop an der Basis-Emitter-Diode genau in der anderen Richtung haben. Was wir aber eigentlich wollen, wäre ja ein Bild, in dem diese beiden Linien sich decken. Wir haben da jetzt einen Bereich in der Mitte, wo die Schaltung, also wo wir an der Eingangsspannung was ändern, aber die Ausgangsspannung konstant auf Null bleibt und wir weder Strom aufnehmen noch Strom in den Verbraucher hineinschieben. Aber wenn man damit leben kann, wann könnte man damit leben? Wann könnte man sagen, das ist uns nicht so wichtig? Bei der Glühbirne, die leistet bei so wenig Spannung eh nicht. Genau, also wenn mein Verbraucher sowieso irgendwelche Nichtlinearitäten drin hat und erst ab gewissen Spannungen anfängt zu leuchten oder zu arbeiten, das wäre ein gutes Beispiel, wann könnten wir noch damit leben? Wir haben jetzt hier plus minus 5 Volt. Was wäre, wenn wir plus minus 50 Volt hätten? Genau, dann jetzt ist das quasi hier 10% ungefähr von unserer maximalen Auslenkung, die wir verlieren. Wenn wir plus minus 50 Volt hätten, wäre es in der Größenordnung von 1% unserer maximalen Auslenkung. Also wenn unser Signal wirklich bis an diese hohen Spannungen heranreicht, dann ist es ein kleiner Bereich in der Mitte, wo er umschaltet vom einen Modus und dem anderen, der wär nicht mehr so wichtig. Das heißt, das könnte man mit einem Kondensator oder was auskühlen, aber das ist Sinus oder was ist. Ja, also wenn das so was periodisch ist, dann kann man immer hinterher was machen, was irgendwie mitschwingt und dann passt das schon wieder. Aber es gibt bessere Möglichkeiten, das zu machen natürlich, das ist dann innerhalb vom nächsten Block. Aber so als allererste Näherung würde ich mal sagen, obwohl das diesen Knick in der Mitte hat, ist das für viele Anwendungen schon besser geeignet als das mit diesem Widerstand. Weil das mit dem Widerstand verhält sich ja bei der positiven Richtung und bei der negativen Richtung grundverschieden anders. Hier haben wir jetzt zumindest eine Schaltung, die sich symmetrisch verhält gegenüber diesem Effekt. Und wir können dann sagen, egal ob wir gerade Strom aufnehmen oder Strom liefern, die Schaltung kann immer ähnlich operieren. So. Das ist Loch nicht irgendwie rausschieben. Ja, das werden wir machen. Das ist der nächste Block. Da schieben wir das Loch raus. So. Also machen wir da die Diskussion vielleicht dazu und dann schauen wir uns die Lösung an, wie man das noch weiter optimieren kann. Gut, warum ist der zweite Transistor ein PNP-Transistor und kann man sowas mit zwei NPN-Transistoren aufbauen? Kriegt man das irgendwie hin, dass man sagt, wir machen so eine Gegentaktstufe mit zwei NPN-Transistoren? Oder zwei PNP-Transistoren, aber nachdem quasi für uns NPN immer der normale Transistor ist. Ja, da müsste man das Eingangssignal irgendwie anpassen. Mit einem gemeinsamen geht es, glaube ich, nicht. Genau, das ist genau der Punkt. Mit einem gemeinsamen geht es nicht. Was ich machen kann, ist schon, dass ich hier unten sowas Emitterschaltungsmäßiges aufbaue. Und dann brauche ich aber quasi das normale Eingangssignal und ein speziell invertiertes Eingangssignal, sodass die manchmal den einen, manchmal den anderen Transistor betreiben. Wenn man sich die Innenbeschaltung von manchen ICs anschaut, dann sieht man solche Konstruktionen. Also dort ist das ganz üblich. Wenn man das diskret aufbaut, gibt es überhaupt keinen Grund, warum man sich da quasi etwas komplizierter macht, indem man da anfängt, irgendwelchen Hokuspokus zu machen, damit man das aus zwei NPN-Transistoren machen kann. Weil so einfach, dass ich da irgendwie geschickt gedreht ein NPN hineinsetze, das funktioniert nicht. Aber PNP und NPN verhalten sich anders. Oder kann man die so bauen, dass sie gleich sind? Wenn man sie paarweise, die werden ja so konstruiert, auch dass sie gleich sind, oder? Genau, also bei Bipolar-Transistoren gibt es
gibt es echte Komplementärtypen. Also 547 und 557 zum Beispiel sind so Komplementärtypen. Das sind zwei Transistoren, die dafür gedacht sind, dass man sie in solchen Schaltungen verwenden kann, wo man einen NPN oder einen PNP-Transistor haben möchte, die die gleichen Eigenschaften haben, die gleiche Kennlinie für ihre Basisemitterdiode, ein ähnliches Kennlinienfeld und so weiter und so fort, halt nur vertauscht von der Polarität, dass der eine halt in seinem Emitter Strom aufnimmt und den größten Teil zum Kollektor schickt und ein bisschen bei der Basis rauskommt und der andere bei seinem Emitter Strom liefert und der setzt sich eben zusammen aus größten Teil am Kollektor hinein und kleiner Teil bei der Basis hinein. Also für sowas gibt es dann diese Komplementärtypen, die man genau dafür verwendet, wenn man solche Schaltungen hat. Wenn man sowas mit MOSFETs zum Beispiel macht, was durchaus üblich ist bei Ausgangstreiber für, weiß ich nicht, von Lautsprecherboxen über Funkgeräte, da muss man dann ein bisschen vorsichtiger sein, welche Teile man aussucht, weil die halt von der Art und Weise, wie die Technologie ist, jetzt nicht in Komplementärtypen daherkommen. Also ich sage, das ist ein T-Kanal, ein N-Kanal-MOSFET, die genau zusammengehören. Wenn man ein bisschen sucht, findet man aber dann doch so Empfehlungen, wo quasi Leute gesagt haben, der P-Kanal-MOSFET und der N-Kanal-MOSFET, die passen gut zusammen für solche Schaltungen. Gut, wann fließt durch welchen der beiden Transistoren Strom? Ist es möglich, dass durch beide Transistoren gleichzeitig Strom fließt? Gibt es irgendeinen Fall, dass durch diesen Transistor Strom fließt und auch durch diesen? Warum nicht? Weil der eine positive, der andere negative Ansteuerungsspannung braucht an der Basis. Ja. Also das Wesentliche ist halt, die Basis mit der Strecke von den beiden ist kurz geschlossen. Und dann natürlich mit dem, was du gerade gesagt hast, die eine möchte auf der Basis mit der Strecke positive Spannung haben, die andere negative Spannung, weil die Terminale miteinander verbunden sind, ist die Basis-Emitter-Spannung vom einen auf die Basis-Emitter-Spannung vom anderen. Und die kann halt nicht gleichzeitig über 0,6 Volt sein und unter minus 0,6 Volt. Entweder das eine oder das andere, und darum wird nie durch beide Transistoren Strom durchfließen können. Außer vielleicht innerhalb einer Turn-Off-Zeit, oder? Aber der andere muss ja Turn-On machen. Also da kann es nie sein. Jetzt abgesehen von irgendwelchen, wenn man schnell genug schaltet und Dingen. Also für unsere Sichtweise von Transistoren, die beliebig schnell sind und so, kann das nicht vorkommen. Gut, dann haben wir da eine Übung, die habe ich schon vorweggenommen. Verwenden Sie einen Schaltungssimulator, um die Übertragungskennlinie zu ermitteln und die Beobachtung erklären, das haben wir dann auch schon gemacht. Die letzte Frage vielleicht noch, welche Übertragungskennlinie wäre wünschenswert? Wie soll die ausschauen? Eine ungeknickte. Eine ungeknickte, genau. Also eigentlich, wenn wir auf dieses Bild schauen, sollten wir nicht erkennen, dass das zwei Linien sind. Dann ist das die ideale Gegentagsstufe, dass die Ausgangsspannung und die Eingangsspannung genau gleich sind. Zu jedem Zeitpunkt. Das war halt eigentlich das Ideal. Ne? Gut, na ja, dann schauen wir uns an, wie man das machen kann. Das ist der Inhalt des nächsten Blocks. Wie praktisch.